Jo, wir machen ein bisschen Ark heute. Mal ein bisschen weiterkommen. Eventuell noch. Müsste noch da sein, der Loot, weil ich letztes Mal gestorben bin. Habe ich einen Flieger, dann kann ich mir den Loot wiederholen. Aber ich habe keinen Flieger. Ja, eine gewisse Zeit liegt das da ja noch. Also läuft eventuell damit rum, was mich gefressen hat. Ja, mal gucken, ob wir da rechtzeitig ankommen. Nicht. Denke zwar eher nicht und es ist vielleicht auch gar nicht so lohnenswert, aber man kann es ja probieren. Und es ist immer noch Halloween-Event. Ja. Obwohl, ich habe davon nicht viel mitgenommen tatsächlich. Ist halt bloß ein paar Skins. Und ja, ich habe keine Fackel. Und bekomme ein Level. So gehört sich das. Jetzt auch keine Betäubungspfeile mehr. Na ja, komm, dann machen wir den mal fix weg. So. Ja, komm, wir fliegen einfach mal in die Richtung, wo unser Stuff war. Guck mal, wie gefährlich das da ist. Ich werde auch nicht durch den Dschungel fliegen, sondern ja, was bin ich da auch zu Fuß hingegangen? Das Ding ist, wir haben. Ich muss den leveln. Kurz aus. Wenn das noch so ein Halloween-Loot. Ja, der muss definitiv ein bisschen mehr Gewicht haben können. Wie viel Gewicht habe ich jetzt an sich? Ich wiege nur 59. Der Sattel wiegt 20, sind 9, ja, 79. Also halb voll ist er schon. Weiß nicht, wie viel Stuff wir da hatten. Da war auch ein bisschen Metall mit bei, glaube ich, ne? Also alles werden wir nicht mitnehmen können. Ich hätte halt gern wieder. Was habe ich denn? Die Rüstung hätte ich gern wieder. Ja, Werkzeug, scheiß mal auf die Spitzhacke und die. Spitzhacke und Axt können wir liegen lassen. Speer theoretisch auch. Ah, Vogelscheuche lasse ich jetzt mal stehen. Oh, Krokodil! Krokodil und Schlange. Ja, so ein Para zu leveln ist auch. Petri hier zu leveln ist ziemlich kacke. Was für ein Level haben die? Ah, gut, 4. Schlange? 8. Ey, du Drecksack! Nee. Ja, easy. Hehe, dumme Schlange. Junge! Hör auf mit der scheiß Animation! Kill lieber die scheiß. Der hing so ein bisschen. Ah! Jo, der stirbt. Nee, doch nicht. Ja, doch, ich habe keine Aus. Das ist jetzt lame. Der ist gestorben wegen Level-Up-Animation. Geil.
Ja, und ich bin auch gleich tot. In diese Scheißvögel. Aber nee, ich hasse es. Das lief ja wieder super. Wir holen den Stuff zurück, Mama. Oh, neue PC-Teile? Was hast du dir denn? So ein Baryonyx wäre halt geil. Mit dem kann man was reißen, aber den erstmal zu zähmen? Schwierig. Machbar, aber schwierig. Ich den Methoden. Da hinten ist unsere Leiche. Hier ist nichts weiter in der Nähe, ne? Dann lasse ich den nämlich hier stehen. Das ist schon ein ganzes Stück, ne? Gut, das Ding ist, ich habe gerade nichts dabei, was wertvoll ist, also. Das ist eine Schlange. Mal das erste OO. Aber die kann ich. Oh, hier sollte ich nicht durchlaufen. Sollte ich mir aufheben. Da hinten habe ich ein Krokodil gesehen. Verdammt. Wir haben Baryonyx. Verdammt. Ich hätte ja auch gerne den Flugsauriersattel, aber ich glaube nicht, dass ich den noch bekomme. Frosch. Verdammte Scheiße. Krokodil. Irgendwo hier? Nein, da sind wieder diese scheiß Vögel. Wie ist der denn hinterhergekommen? Bruder, lass mich einfach in Frieden. Ich will dir nichts Böses, du willst mir nichts Böses. Also doch, du willst mir was Böses. Echt nicht leicht an den Stuff zu kommen. Brauche auch noch was zu essen.
Nein, ich könnte ja auch einfach da reinrennen, ne? Aber. Jeden Fall kam ich schon mal gut in die Richtung. Ich war schon dicht dran, ne? Dieser Kackvogel mir da jetzt nicht auf das Steinplateau gefolgt, dann wäre ich, glaube ich, ganz gut gewesen. So, da vorne. Guck mal, da ist dieser scheiß rote Vogel, der uns gekillt hat. Was ist denn da? Och nee, Blutegel. Auch noch Zeitdruck dadurch. Kriegst du halt auch nicht so wirklich ab jetzt auf die Schnelle. Feuer für. So. So, ich habe alles. Ich scheiße jetzt auf den Sattel, ne? Leg jetzt einen Sprint hin, wie heißt der Typ? Usain Bolt? Das wird so schief gehen, ne? Ich werde so sterben hier irgendwo. Allein weil ich schwimmen tue. Ich das schaffe, zu meinem Saurier zu kommen, nenn mich Gött. Boah, ich bin voll auf einem guten Weg. So, okay, jetzt werde ich ganz lebensmüde. Ich will den Sattel haben. Nein. Ja, Gott, mit 2 T natürlich. Easy, ich hab's geschafft. Bester Mann. Ah, ich kann's halt. Gut, war es eigentlich gar nicht wert für den. Oh, es darf außer für die Metallsachen, aber okay. Also sind wir nicht ganz auf Null. Ah, ja, gut. Neuen Flieger zähmen und ein stärkeres Raubtier, damit wir so ein bisschen besser durchkommen. So, mal gucken, vielleicht sind die Raptoren, die da rumgelaufen sind, ja was für uns. So einem kleinen Raptorenrudel kann man auch ein bisschen was bewirken. Oh, da ist noch so ein Halloween-Tier. 11.000. Oh, ist das kleine Mistvieh. Oh ja, also wir machen 40 Schaden knapp.
Zumindest bei denen. Ah. Wird bei einem Raptor wahrscheinlich ähnlich sein oder bei größeren Tieren. Wenn wir den ein bisschen auf Gesundheit skillen, kann man mit dem auch eventuell was reißen. Erste. Solange dann kein T-Rex oder so angerannt kommt. Easy. Lol, OBS sagt mir gerade, ich habe nur 34 FPS. Ay caramba! So, erstmal hier alles gesaved. So, jetzt muss ich kurz mal. Blutegel loswerden. Ich hoffe, die haben mich nicht krank gemacht. Das wäre jetzt ganz schlecht. So, dann gucke ich gleich mal, wo hier die Toren rumrennen. Erstmal zack, 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 zack. Alles wieder ein bisschen aufräumen. Schauen wir mal, wo die Raptoren sich jetzt aufhalten und was für ein Level die haben. Wir so ein Dreier-Raptoren-Rudel haben mit einem leichten High-Level. Level 40. Mal gucken, wie lange er noch steigt, der. Wert. Könnte sein, dass der gleich umfällt. So, ist umgefallen. Oh, Level 40 ist schon okay. Er hat aber auch gut Pfeile gefressen, ne? Also. Vielleicht hätte ich auch gar nicht so viele da reinballern müssen. Aber ich denke mal, das sollte auch reichen. Aber da oben ist der Rest von dem Ruf. Aussieht. Ich halt auch gerne von. Auch für. Einer ist 28. Ja. Nicht das Beste.
Jo. Das spackt hier gerade ein bisschen. In OBS mal wieder. So, dann drop mal alles weg. Ja, mal gucken, wie weit der gute Dude da oben ist. Na, vielleicht ist er ja fertig. War ja jetzt nicht. Ja, der ist fertig. Schredder mal kurz hier durch. So, Leben wieder ein bisschen hoch. Ja, dann haben wir unseren ersten Fleischfresser. Nicht der Beste, auch nicht der Schlechteste. Kann man sich schnell mit fortbewegen, aber gleiches Defizit wie der Flugsaurier. Wenig Ausdauer, wenig Gewicht. Nicht wahr, Dude? Was hast denn du hier? Knapp 300 Ausdauer und 100. 50 Gewicht. Narkoseproduktion läuft. Was brauche ich denn für Raptorsattel? Habe ich den überhaupt schon gelernt? Nope. Fasern, Holz und Leder. So, Großer, wir laufen jetzt aber nicht direkt in den Tod. Gucken, ob wir hier vielleicht ein, zwei kleine finden, die er fressen kann. Ein bisschen zu leveln. So ein paar Dodos sind ja kein Problem. Wehren sich nicht. Siehst du, ich kann dir auch den Boden drücken. Komm her, Junge. So, zwei Level. Komm, wir geben Ausdauer. Oh, ich habe auch ein Level. Wieder 71. Wir haben nichts geschafft und ich bin schon Level 71. Na, vielleicht habe ich das Level ein bisschen zu hoch eingestellt, aber. Mein Gott, umso schneller können wir alles bauen.
Der hält aber aus. 68. So, du noch. Ey. Oh, 1000 Leben und dann gehe ich mal kurz auf Gewicht. Ja, wobei Gewicht kriegt er, ich würde dann eher auf Ausdauer noch gehen und auf Nahkampfschaden. Was sagst du vom Level da vorne? Hier. Nee, lohnt sich nicht. Aber man kann ihn immerhin wegfressen. Ich muss mal gucken. Leder muss ich definitiv behalten. Fleisch kann ich. So. Yippie-yay, Schweinebacke. Ja, guck mal, da ist wieder ein Petri. Den Dude hier. Den würde ich haben. Guck mal, was. Wow, Junge. Komm, stehen bleiben. Betäubungsmunition, was sagt die? So ein Betäubungsstuff. So, komm, 18. Hinten ist er. Ah, scheiße, jetzt fliegt der wieder los. Level 80 ist gut, der stirbt eventuell nicht so schnell weg. Eventuell. Oh, der landet auch schon wieder. Ah, verdammt. Bam, immer schön ins Köpfchen. So, der. Wo ist denn jetzt? Wo sind denn andere vier jetzt hingelaufen? Ach so, der folgt noch dem. Böser Dino. Wollte ich ihn jetzt? Warte mal. So, das lege ich mal kurz ab. Guck mal kurz, ob der eher Fisch frisst oder Fleisch. Das zeigt mir mein tolles Fernglas auch an. So, er frisst eher. Ja, Fleisch. Frisst gar keinen Fisch. Aber gebraten ist jetzt noch besser? Nee, gebraten ist es schlechter als roh. So, wenn der jetzt 99%, dann kriegt er 39 Level dazu. Er ist ja Level 119. Also mit dem sollte man dann auch was anfangen können. Brauche ich bloß wieder einen Sattel, ne? Das so. Dann sollte ich hier vielleicht auch einen Futtertrog bauen. Teil brauche ich 5. 8. Am 6. Fuck.
Schubidubida. Na, 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 na. So, der dritte. Ja. Ja, kein Grabstein mehr bauen für den. Ja. Okay. Würde dann auch gerne gucken. Frisst du Hund? Welches Level der Baryonyx da hinten hat? Dann gucke ich auch gleich mal schnell im Wiki nach, ob man so ein Baryonyx mit einer Bula stunnen kann. Oh, ich habe fett alles auf episch, ne? Bisschen runter. Vielleicht erklärt das auch gerade 30 FPS im Stream. Na gut, jetzt ist es hoch auf 36. Okay, einmal fressen muss er noch. Sind die Kometen hier? Wenn ich sogar noch zweimal fressen muss. Ich hol's hier in der Zeit mal ein bisschen was ab. Ich habe auf jeden Fall nicht genug Punkte, um alles zu lernen. Das ist Level 100. Ah, so ein Trike wäre auch, aber der ist halt langsam. Ah, guck mal, ich habe sogar Metall gefunden. Nice. Ah, dann kann ich jetzt wohl doch einen Trog bauen. Futtertrog. Auch noch Holz. Zack. Zack, zack, Pfeile. Oh.
Beeren rein und noch ein bisschen Fleisch, dann haben die immer schön Futter. Und es kann da drin auch vor sich hin vegetieren und vergammeln. Ah ne, das steckt nicht. Gut, der ist fertig. Zack. Vielleicht mache ich es auch ein bisschen anders. Vielleicht nutze ich den jetzt einfach. Ja, der muss definitiv auch Ausdauer und Gewicht leveln. Einfach nutzen, um ein paar Ressourcen vielleicht auch zu. Treffer. Oh ja, diese scheiß Vögel aus der Luft holen, da sehe ich mich. Auf, ich baller den erstmal auf 500 Ausdauer. Ah, der beklaut mich trotzdem. Scheiße. Scheiß Möwe, ne? Ich krieg dich. Komm her. Bam, Junge. Weggesnackt. New Kampfbombe. Easy. Boah, das dauert, bis der 500 hat. Ah, wenn ich mich hier. Guck mal, da liegt ein Dodo-Ei. Danke. Schenken Gaul, schaut man nicht ins Maul. Das war bestimmt der Dodo, der den gelegt hat. Den Ei. Bah. Bam! Weg mit dir. So, jetzt hole ich mir die Weltherrschaft. Ha? Guten. Oh, fuck, Alter. Ah, nee, ich wollte gerade sagen, Spino Level 64, aber das ist ein Dino gewesen. 4. Boah, den hätte ich gerne, ne? Ich glaube, 15 Pfeile reichen für den nicht. Wobei, wenn ich die mit der Armbrust abschieße. Problem ist halt nur, müsste den dann irgendwo hinlocken, wo ich eine höhere Position habe. Das wäre natürlich Jackpot, ne? Der ist zwar nur Level 4, aber der ist halt groß. Ja, auf dem Flieger kann ich nicht schießen. Der juckt sich halt auch nicht für mich, ne? Oh, der kommt schon. Ja, so schnell wie der steigt bei dem, geht der auch wieder runter. Ja, und jetzt stirbt er, weil er sich mit dem Scheiß. Oh, Mann! Was legst du dich denn mit dem Scheiß Halloween-Vieh an? Ah, vielleicht kann ich das für mich nutzen. Der wird nämlich gleich wegrennen, wenn er. Jetzt stuckt er da fest.
Scheiße. Hätte er es geschafft, wegzukommen, ne? Dann 10 Pfeile und der liegt, aber jetzt kann ich auch nicht mehr drauf schießen. Er fällt nach 2 Pfeilen um. Ah, vielleicht erholt er sich noch mal. Oh, guck mal, der ist pissig auf mich, oder? Hiel dich hoch. Scheiße. Schade. Hätte aber klappen können. Ah, ruf das hier jetzt. Scheiß Triceratops rumgelaufen sind. Komm, scheiß auf das gute Fleisch, das wird eh schlecht. Okay, ja, vielleicht finden wir nochmal so ein Low-Level-Spino oder so. Aber wenn du den gut festkriegst, dann kriegst du den. Die so 2.000-3.000 haben es schon schwieriger, die zu zähmen. Da musst du dann extra Konstruktionen bauen, damit die nicht weglaufen können. Oder dich kommen. So. Na gut. Erstmal das Ei da rein. Kamelfleisch gibt mal her. Kannst hier gleich weiter. Herstellen. So. Es wird jetzt auch wieder Nacht, ne? Das könnte ich vielleicht wieder einstellen, dass die Nacht nicht ganz so lang ist. Guck mal. Sollte ich vielleicht auch rausnehmen? Überleg mir gerade was anderes. Vielleicht bleiben wir doch hier. Wir machen hier unsere Hauptbasis. Wie ist das hier mit dem? Könnte man hier so über dem Wasser vielleicht bauen? Wäre eine Überlegung wert. Trotzdem erstmal losfliegen. Oh, ja, gut, ich würde dann trotzdem gerne hier Augen offen halten. Da war unser Raptorrudel, ne? Den 40er wollte ich haben. Kann ich? Nee, der kann die nicht tragen. Scheiße. Der 28er. Den 28er will ich killen. Warte mal, ich kann doch. Ah! Drecksack!
Hey, vom Flieger aus kann ich nichts werfen. Ah, die greifen beide zusammen an, ne? Das ist doof. Muss hier auch aufpassen, ich darf jetzt nicht Ausdauermangel landen. Ah, verdammt. Könnt ihr beide vielleicht mal auseinander? Gut. Flieg mal da hinten zu dem Loot. Der ist ein weg. Ich habe so ein bisschen das Bedürfnis zu gucken, ob der Sattel da noch liegt. Ich lasse das Fernglas mal an, ne, damit wir eventuell tödliche Vögel sehen. Das viel Tödliches. Ich glaube, hier kann ich mich kurz setzen. Ein bisschen regenerieren. Ja, der Sattel. Da kommen die Vögel. Verdammt. Der Sattel ist definitiv weg. Was ist da drin? Komm, zeig. Gut, fliegen wir fix hier hin. Kommt ein gelber runter. Den würde ich mir gerne holen. Gelbe sind High Level. Ah. 12. Rudel, Level 12. Einer fehlt, die sind immer im Dreierrudel. Müssen wir auch aufpassen. Könnte auch ein Skelettraptor. Nicht so schön. Der hat ein bisschen viel. So, gut. Ja. Ah, das ist wieder so ein Halloween-Ding. Ich dachte, das wäre ein komplett gelber. Okay, der hat viel Fleisch dabei. Crocodile. Ja, das ist ein Krokodil. Ich glaube, das kann auch ruhig herkommen. Es ist nur Level 6. Nochmal, wenn ich jetzt absteige. Ah, gut, habe ich ein bisschen Zeit, bis ich das wegpacken muss. Ah, ich weiß, wo ich bin. So, immer so ein bisschen zwischen, ne?
Okay. Oh, ist hier. Blauer Bauplan. Okay, es ist wieder Halloween-Nacht. Theoretisch müssten wir demnächst die Meldung kriegen, Dodo Rex erscheint. So, ich hoffe, dass das denn nicht in unserer Nähe erscheint. Weil dann kann ich da unten einpacken. Das ist wieder so ein Halloween-Ding. Warte mal, warte mal, warte mal. Brauche ja einen besseren Flieger, ne? Ich habe ganz vergessen. Ich habe eigentlich gerade im Kopf gehabt, dass sie nur in den Bergen sind. Aber hier hinten gibt es die auch. Bloß überlegen, wie ich komme. Dich hole ich mir auch noch, du komisches Entenvieh. Oh, das ist sogar sehr nah dran. Ja, wobei geht noch. So, was ist da drin? Ah, wieder ein bisschen Fleisch. So. Mann von. Will aber auch nichts dicht hin. Könnte wieder. Gern. Gern, bitte. Ja, das sieht friedlich aus, ne? Er scheint trüb. Ein Stückchen weiter müsste theoretisch nämlich die Post ab. Da hinten. Level 116. Den will ich. Wenn ich den krieg, ne? Dann GG. Keine Bewegungsgeschwindigkeit? Angemacht? Oh Gott, jetzt muss ich. Wie sind die Dinge? Pfeile. Das Ding aus Stein. Steinpfeile. Und ein kleines Steintor und eine verstärkte Tür. So. Okay.
Jetzt werden wir hier eine kleine ein kleines Konstrukt bauen. Wenn jetzt irgendwas ankommt, bin ich tot, ne? Dafür brauche ich. Okay, erstmal das Tor. Wo ist das? Kann ich das überhaupt hier im Inventar bauen? Auch da. 280. Die habe ich. Stroh und Holz. Alter. Kleine Steintor. Komm, ich habe doch eben noch Stein aus dem rausgenommen. Jetzt halt bloß nicht näher kommen, die Vieh. Den müssen wir killen, den Level 4er. So. Gestärktes Dino-Tor. Brauche ich auch noch Stein für? Habe ich. Oh, ein Stein zu wenig. So. Kann ja mit dem dann ausprobieren, ob es funktioniert. Und dann triggern wir den großen. Klingt doch nach einem Plan, oder? Wird es auch gerne ohne den Vogel anlocken dann, ne? Also. So, ich muss das ja auch nicht allzu. So. Das Ganze nochmal. Zweierhöhe. Drei lang. Dann Dach drauf. Ist der 116er? Scheiße, der kommt näher. Junge, musst mir noch Zeit lassen. Habe ich überhaupt. Nee, ich habe nicht mal 16. Sehr viel Betäubungsmittel. Das müsste ich dann erst noch holen. Eine Kiste hinstellen. Eine kleine. Du hast keine Fasern, Mama. Habe ich kein Stroh.